So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich glaube, das wird die kürzeste Ramses Kitchen Folge, die es je gegeben hat. Adi ist auch am Start, der macht jetzt hier wieder vors Fenster, dass es Schatten wird, es ist schon total dunkel, man sieht überhaupt nichts mehr. Perfekte Zeit, um die neuen Robs-Chips zu testen. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe schon mal irgendwann eine Folge gemacht, weil alle gesagt haben, Ramses, hast du schon mal die Robs-Chips probiert? Ich kenne diesen Robs nicht, ich habe keine Ahnung, was der macht. Jetzt hat er Chips da rausgebracht, jetzt habe ich die Robs-Chips probiert und das war einfach nichts. Ich kann mich, glaube ich, noch ein bisschen erinnern, dass ich die nicht gut fand. Also mir haben die nicht so getaugt. Aber Pupsi, die hat gesagt, er hat ja jetzt eine Limited Edition von den Robs Chips. Und zwar Angry Apple. Und weil ich so ein Apfelliebhaber bin, haben wir gedacht, geben wir dem Ganzen noch eine Chance. Und Pupsi hat jetzt eine Packung Robs Chips Angry Apple besorgt. Und es ist so dunkel, normal macht man jetzt um die Uhrzeit gar keine Videos mehr, obwohl es gerade mal 15 Uhr ist. Aber die Winterjahreszeit schlägt rein. Wir wollen die jetzt mal aufmachen. Wir wollen die ganz kurz probieren, eine fachmännische Meinung dazu sagen. Hier steht nämlich nochmal, wie du einen süßen Apfeldip machen kannst. Und hier stehen noch andere. Oh, 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 Adi ist am Start. Adi, Adi. Adi will auch probieren. Adi? Adi greift rein und Adi nimmt sich den ersten Chip. Adi, das war noch nichts. Adi, nochmal, komm. Adi, du schaffst das. Ich glaube an dich mit deinen Kackepfötchen. Adi, such. Adi, such. Such, ja. Und er nimmt den größten Chip. Den größten Chip, den er finden konnte, nimmt er mit. Also ich muss sagen, von der Form her sehen die richtig gut aus, was ihr nur alle habt. Riecht nach Pappe, was ihr nur alle habt. Jetzt probieren wir mal. Also, wer Apfelliebhaber ist und von Äpfeln gar nicht genug kriegen kann, der kann ruhig mal diese Robs Angry Apple Chips probieren, falls es die noch gibt mittlerweile. Ich esse ab und zu ja gerne Chips, ich mag aber eher geriffelte oder so Tortillas, die halt dick und fett und groß sind. Dünne Chips mag ich nicht so. Die sind ja dick und fett und groß, wenn man die so sieht. Guckt euch das doch mal an, was das für ein dickes, fettes Teil ist. Aber diese Kombination aus diesem sauren Apfel mit dem Kartoffeligen dazu und dann diesem frambigen Chips-Geschmack hinterher passt mir wieder mal gar nicht. Ja, man kann noch Apfelkuchen essen, aber irgendwie Apfelkuchen schmeckt tausendmal besser. Chips an sich gibt es interessante Sorten, das ist bestimmt eine mega interessante Sorte, aber für mich leider jetzt nicht so toll. Adi Schatz, guck mal. Ich habe da noch was am Finger. Wir werden uns den jetzt auch noch reinhauen. Obwohl der zweite, muss ich sagen, der zweite war jetzt besser. Aber nur aufgrund dessen, weil ich jetzt im Prinzip vom Apfel überhaupt gar nichts mehr geschmeckt habe. Einfach nur auf was Knusprigen rumgeknuspert habe, was irgendwie auch ein bisschen salzig war am Mund. Und dann total kartoffelig hinterherkommt. Wirkt dann aber eher so, als wäre das ein ganz normaler Salzchip mit. Ja, Adi, dann nimm halt noch einen, Adi. Komm, dann nimm halt noch einen. Als wäre das ein salziger Chip und plötzlich haben sie statt Salz Zucker genommen. Und du denkst, ah, irgendwie ist es gerade süß, aber irgendwie auch nicht und irgendwie auch doch und... Also, mögt ihr Robs Chips, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss gucken, dass ich die zwei Folgen miteinander raushau, nacheinander so, damit es noch einen Bezug hat. Ich bin nicht der Robs Chips Fan. Wir haben die letzten nicht so gemundet. Das ist eine sehr interessante Sorte, aber auch so, das ist mir viel zu experimentell. Ich esse lieber Salami-Pizza mit Ananas drauf, aber diese Apfelchips
Also mir ein bisschen too much. Mal gucken, wenn man da Dip dran macht, ob man die dann essen kann, so als Beilage. Ansonsten nie wieder Robs Chips, außer er bringt mal eine tolle Sorte, die mich auch anspricht. Kennt ihr Robs Chips? Robs Chips, schreibt's rein. Habt ihr die probiert? Schreibt's rein. Adi kann gar nicht genug davon kriegen. Er ist schon wieder hier, der will schon wieder reingreifen. Adi, guck, du musst den ganzen Kopf reinstecken. Den ganzen Kopf. Nee, so viel will ich auch nicht. Den ganzen Kopf, Adi. Nein, die riechen so komisch. Aber die schmecken dir, hm? Mach's jetzt aus. Gut, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.